Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge RimWorld. Ich wäre fast nicht drauf gekommen. Ja, wir machen direkt weiter. Ich habe gestern die letzte Runde gespielt. Heute geht's gleich mit der nächsten weiter. Und wir waren stehen geblieben. Genau, wir nehmen hier den Aegis. Gerade fleißig die Organe aus. Und Kreeber ist ja leider an Muskelparasiten erkrankt. Hat sich auch ein bisschen mit dem Aegis gekloppt. Und wir hoffen immer noch, dass der gute Wiesel so schnell wie möglich aus dem Knast rauskommt. Denn ich habe überlegt, das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Wir können ihn natürlich freilassen. Aber wir können ihm auch die Organe entnehmen. Wie ich schon dabei sind. Ne, wir haben noch, ja, 7 Versuche haben wir noch. Ne, 25 behalten wir uns übrig. Und dann nehmen wir einfach dem auch noch die Organe raus. Und dann schenken wir die Bumsklumpen auch nach Hause. Ich finde das eine gute Idee. Was denkt ihr? Ich glaube, ja, machen wir. Was haben wir denn da? Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegt er auch ein bisschen drogenabhängig, machen wir auch gut, ne? Aber es wäre kaum nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Ne? Gucken, was hier so ein bisschen abgeht. Der Ragnar chattet hier gerade. Fleißig. Oh, Feuer! Da ist uns wohl ein Stromkabel hochgegangen. Nein, aber fix alle rein. Ragnar, was machst du da? Sehr gut. Der gleich Firefighter, Kitty gleich. Du hast nichts Besseres zu tun, als dir jetzt was zu essen zu holen. So, kann man auch machen. Naja, die machen halt schon die beiden. Ja, Ragnar und der Gowski. Wir haben es drauf. Ja, muss einmal ein bisschen repariert werden, halb so wild. Aber das hat mal eben unsere gesamten Batterien entladen. Das ist scheiße. Ganz schön scheiße. Aber okay. Hier haben wir langsam alles abgebaut. Im September brauchen wir glaube ich auch nichts mehr anbauen. Ach, wir machen das hier einfach nochmal. Das wird schon. Das wird schon. Ja, ich denke. Gucken wir, dass wir den Scheiß hier auch langsam reinkriegen. Wir verteilen jetzt mal erstmal nicht viel mehr Aufgaben. Ne, lassen die erstmal ein bisschen machen. Rationen müssen aufgefüllt werden. Es fehlen 3 Stück. Fleisch liegt hier schon bis vor die Tür. Bis in die Tür. Das ist aber kacke. Kannst du das mal... Mach das mal weg. Das ist nämlich gar nicht gut, denn wir das hier viel zu warm haben. Und verrottet uns. So. Das ist besser. Das ist viel besser. Jetzt kann die Tür wieder zugehen, sobald wir genug Strom haben. Wird das hier auch wieder kalt. Aber unsere Turbine braucht natürlich jetzt mal ein bisschen Schwung hier. Sonst wird das nichts. So, lieber Herr Gowski, was hast du denn so für Aufgaben? Du hast die Aufgabe, ich gehe schlafen. Nun gut. Nun gut, nun gut. Kitty, schlepp eine Maus. Krankheit, Muskelparasiten, das ist Kreeber noch. Raider Union ist jetzt feindlich. Und psychisches Brummen. Unsere Leute sind alle ein bisschen schlecht drauf, aber das ist gar kein Problem. So, die wird einmal ein bisschen Essen hingebracht. Weasel kann futtern. Wie geht's dir mittlerweile? Oh, wurde noch ein bisschen verkloppt, ne? Rechte Lunge fehlt. Der Oberkörper erholt sich langsam. Ja, der ist bald wieder so weit, dass wir die Organe entnehmen können. Also über die Hälfte der Energie sollte er aber schon sein. Sonst haben wir bald ein Problem. Und das wollen wir. Wir machen uns Sorgen um unsere Leute. So, Vorrenteid, was ist das? Toter Hase. Verrottend. Das bringt natürlich nichts, aber der muss da auch nicht rumliegen. Ne, bringen wir mal weg. Ragnar kocht. Kitty füttert Aegis. Das ist okay. Aber die mit. Oh, bringt den doch nicht unser gutes Essen, ey. Könnt ihr den nicht Müll geben? Warum müssen die denn bitte gute Mahlzeiten haben? Gut, in dem Fall haben wir ein Interesse. Also, die sollen halt überleben. Aber trotzdem.
tut doch nicht Not, ey. So, könnte der gute Ragnar jetzt mal den Weasel hier überreden? Das wäre total geil. Wozu jetzt schon wieder hin? Ruht sich mit anderen aus. Wieder mal alleine. Ich finde das toll, dass alle, wirklich alle, unsere Bewohner imaginäre Freunde haben. Ne? Ich meine, ich finde es ja okay, wenn du cool hier meditieren und zu Gott beten und planen Keks, aber muss man echt sich hier was ausdenken? So, was konnten der nochmal? Bio. Bergbau kann er gut. Handwerk konnte er, glaube ich, auch. Ja. Genau, das wird ja unser Steinmetz hier oben. Stahl, die Maschine. Die wollten wir schon mal bauen. Das sollte der Ragnar eigentlich mal irgendwann machen. Aber der geht jetzt erstmal petten. Kitty wird das sicherlich auch gleich tun. Haben wir hier nichts zu forschen? Wieso machst du einen Haufen anderen Scheiß und nicht forschen? Wir gucken mal nachts, was hier abgeht. Ja, da lieben sie sich wieder. So, Feldarbeit. Eigentlich hast du hier das Forschen dann auf 2. Achso, wegen dem Shit. Transport legen wir mal auf 3, damit die sich wirklich auf die Forschung konzentrieren. Denn ich will hier wirklich langsam Verteidigung haben. Dringend. Dringend, dringend, dringend. So, machen wir ein bisschen langsamer. Wenn wir uns vorbeihuschen, alle ein bisschen am Vordern. Machen alle gemeinsam Frühstück, ist das nicht schön? Ich finde das wunderbar. Ein Gemeinschaftsgefühl, Wahnsinn. So, Bautgebiet an, nee, was? Kein erreichbarer Lagerplatz. Das ist ja Blödsinn. Da darf doch Medizin rein, oder nicht? Medizin, Heilkräuter. Wieso ist sie nicht erreichbar? Das Zeug wird gleich schlecht. Dann machen wir hier jetzt Medizin rein, fertig. Medizin, Medizin, Medizin. So. Bring den Scheiß rein. Das verrottet uns hier alles. Muss doch nicht sein. Alles schon halb schlecht, ey. Dann habe ich den ganzen Scheiß Heilkrautkram hier angebaut, damit ihr das Dreck verrotten lasst. Bist du jetzt hier? Schau zu den Wolken. Mitten auf dem Wieder. Ja, schön und auf den Acker gelegt. Was bist du denn? Ein Kiwi! Let me fat. Ich will immer noch mal einen Mod reinpacken, dass wir hier ein bisschen näher ranzoomen können. So, das können wir jetzt mal ernten. Das können wir auch ernten. Dann haben wir noch ein bisschen was. Wie gut! Ein netter kleiner Kiwi. Bringen wir ihn um. Ist wahrscheinlich wenig Fleisch dran. Bringt sich hier. Hilft nicht so viel. Auch mal ernten. Was machst du jetzt hier? Geht etwas spazieren. Hast du nichts zu tun? Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr irgendwas Cooles machen. So wie hier das abreißen. Hol mal Bauteile. Da. Bevor du hier lange spazieren gehst. Ne? Wenn Kitty arbeitet, könnt ihr auch mal räumen müssen. Also, du hast hier eigentlich auch. Was? Moment. Ja. Kannst du auch bauen. Aber gut, Ragnar darf heute zu den Wolken schauen. Gowski ist fleißig. Kreeber ist gleich so weit, dass er wieder mal operiert werden kann. Das wird super. Der muss auch gar nicht so hart betäubt werden, dass er halt tot. Überleg, was wir ihm diesmal rausnehmen. Was wir ihm rausnehmen. Wer dafür, dass wir es wieder mit der Niere versuchen. Das ist schon so oft schief gegangen. Können wir gleich nochmal machen. Es ist ein Wunder, dass die Lunge funktioniert hat. Die ist ja nicht unbedingt einfacher zu entnehmen. Ja, die plauschen so nebenbei ein bisschen. Jetzt komm. Tritt uns bei. Tritt uns bei. Ah, Weasel. Du willst zu uns kommen. Komm zu uns. Ja! Na, läuft doch. Weasel ist jetzt einer von uns, der Gräber. Dann können wir dem gleich mal Arbeit zuordnen. Das ist super gut. Dies alles auf 1. Bettruhe auch mal 1. Hilfsarbeiten wie alle anderen 2. Aufseher, wie kannst du das? Ne, machst du gar nicht. Tierpflege auch nicht. Kochen auch nicht. Ja,
auch nicht. Bauen kannst du ein bisschen. Hast du da irgendwelche... Bauen kannst du offensichtlich ein bisschen. Konstruktion. Ja, kann er auch machen. Also wenn er nichts anderes zu tun hat, kriegt er 2 rein. Eine 3 und Bergbau. Oh ja, Bergbau kannst du auch richtig gut. Ne? Und Schneiden. 2. Brauchen wir erstmal noch nicht. Handwerk. Das ist die Hauptaufgabe. So. Ja, ich glaube, damit bin ich jetzt mal glücklich. Sehr schön. Damit ist ja noch unsere Nähmaschine fertig. Was hast du jetzt vor? Bearbeitet Steine. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich bräuchten wir hier in der Nähe. Können wir das eigentlich umsetzen? Ja, können wir neu installieren. Nee, es wäre halt schon gut, wenn da irgendwie Steine in der Nähe liegen würden, dass er nicht mehr komplett rausrennen muss. Ragnar versprach Wiesel Utopie. Na, also bei uns doch auf jeden Fall. Hier kann man Organe rausnehmen, ohne dass man bestraft wird. Hier kann man mit Gefangenen quatschen. Das ist die reinste Utopie, ne? Gibt immer schlechtes Essen, das Ragnar kocht. Klasse. Wiesel hat angenommen und tritt der Gemeinschaft von Ragnar bei. Schön, schön. Schön, schön, schön. Willst du dir vielleicht erstmal was anziehen oder bist du Nudist? Sie haben einem Gast oder einem Gefangenen einfach Organe entnommen. Es ist fürchterlich. Sie zerlegen einen Einzelteil und derjenige hat gar keine Wahl. Jo. Das ist richtig. Denken die das alle? Ja. Da leben wir mit. Da leben wir mit, wo wir gerade dabei sind. Ja, dir geht's wieder gut genug. Linke Niere, das hat in letzter Zeit so schön schlecht funktioniert. Das machen wir gleich nochmal. So. Das heißt, wir kriegen jetzt hier die ersten Steine. Was macht eigentlich Akowski? Was? Willst du jetzt mit Maisfütter? Achso, du willst ihn operieren. Dann gut. Medizin? Ja, alle 9. Das geht klar, wie hoch hat Ragnar? 0. Ach, das war die ganze Zeit. Der Piklikowski, der sie so fleißig verkackt hat. Ist aber gar nicht schlimm. Ich finde das ein bisschen witzig. So, irgendwie hat hier unser Konstruktionsfokus funktioniert nicht so ganz, ne? Aber gut. Wir legen jetzt erstmal... Granitboden will ich hier eigentlich nicht reinnehmen. Also wir müssen den Granit nicht verschwenden. Obwohl, wir haben genug. Ja, wir haben genug. Wir legen hier Granitboden. Böden. Jo, der Goski hat eine Niere geholt. Läuft. Hat alles funktioniert. Könnt ihr auch eine reinholen? Die muss gekühlt werden, lieber Goski. Hier. Die ist wertvoll. Man muss hier auch mal Prioritäten setzen. So. Entfernt die Niere. Dann hauen wir gleich die nächste rein. So, wir haben hier, ne? Was ist das? Info? Hm. Steht nicht, ob links oder rechts. Nehmen wir jetzt einfach mal rechts. Körper, Operation und rechte Lunge. Mal gucken, was passiert. Und dann darf der gehen. Also, ist ein bisschen gestresst. Verstehe ich gar nicht. Ach, Goski rennt gleich los. Guter Mann. So, aber wir waren dabei, Möbel zu, Boden zu verlegen. Wir nehmen hier diese schönen Sandsteinplatten. Ja, sieht ein bisschen schicker aus. 288 brauchen wir dafür, das ist eine Menge. Dass wir hier den moorigen Boden mal wegkriegen. Und hier glätten wir jetzt. Ja, wir werden hier doch glätten. Ja, der Goski macht das schon. So, mal sehen, wie katastrophal er diesmal daneben liegt. Komm, schaffst du mich. Boah, hat geklappt, ne? Sauber. Jetzt haben wir schon 2 Lungen. Also selbst wenn unseren Leuten mal was passiert, wir haben Ersatz. Das ist doch gut. Jägis, wie geht's dir? Na, du brauchst noch ein bisschen. Den können wir den, glaube ich, auch bald freilassen. Sobald er nicht mehr betäubt ist.
Schön mit seinen Muskelparasiten. Ah, schön. Kowski fängt gleich an. Nee, Ragnar fängt an. Macht hier die wichtigen Sachen. Jakowski futtert. Die Kitty auch. Dann ist der Raum auch nicht mehr ganz so hässlich. Das hier muss auch dringend gemacht werden. Befehle, Oberfläche glätten. Das machen wir jetzt gleich mal überall. Dass die Schlafzimmer mal schick werden. Der arme Ragnar. Das können wir nicht glätten, das sind Bauteile. Die müssen wir einmal abbauen. Das kann Weasel, wenn er soweit ist, mal machen. Ragnar füllt die Vorräte auf, Kitty forscht und Kowski. Kowski! Ach, der baut schon wieder Kartoffeln. Ach, das ist doch Blödsinn. Junge. Na, mach halt, was wird hier angebaut? Nix. Alwurz. Ja, 11. September, es ist so ziemlich vorbei. Es hat sich erledigt. Das ist manchmal ein bisschen ätzend. Na gut. Wozu hier den ganzen Scheiß hier, Sapper? Das wäre jetzt nicht gerade ums Eck. So. Das Ganze wächst ein wenig. Langsam ist unser Strom zuvor auch ein bisschen wie. Aber gut, wir müssen dann eh erstmal demnächst unsere Verteidigung hochziehen, sobald das hier ein bisschen schick ist. Wozu jetzt? Achso, ich habe. Ach, stimmt, ich habe beim letzten Mal. Was ist denn passiert? Der ist tot. Wo sind die Geißen hin? Was für ein Hinsammer. Okay. Mal hier. Bitte in einem Tag. Den holen wir erstmal. Bevor du hier auf irgendwas schießt, kannst du den Steinbock da holen. Der ist noch frisch. Der. Was war das? Der Puma hat da nur ein paar Mal dran geknabbert. Was hat er weggefressen? Abgebissen. Nacken. Halt kein Nackensteak, ist halt Pech. Und das rechte Bein fehlt halt auch noch. Der Rest ist noch gut, kann man noch mal. Bisschen Bisse, bisschen Kratzer. Der ist jetzt satt. Wir müssen keine Sorgen machen. Ja. Geh da mal hin. Mach mal Goski. Das wird eine gute Sache. Also, so ein Toten. Ja, wir könnten den noch so ein paar Sachen entnehmen. Oh, Creeper geht's wieder gut. Wir gucken mal einmal. Können wir den noch irgendwas nehmen? Implantieren oder ne? Entnehmen. Können wir nicht. Leber können wir auch nicht. Denn ja, dann wird er jetzt leider freigelassen. Ja. Wenn wir die Leber rausnehmen, dann ist er tot. Das ist ja vielleicht ein bisschen blöd. Wieso kann ich denn Kiefer implantieren? Vor allem woraus? Hm. Na gut. Lassen wir mal frei. Vielleicht kommt er nochmal wieder mit seinen Freunden. Aber hier, Aegis, wie sieht's bei dir aus? Ah, du heilst noch. Na gut. Aber du hast auch eine Niere, die wir rausnehmen können. Die brauchen wir noch. Ganz dringend. So, Ragnar macht jetzt was? Kocht leckere Mahlzeit. Immer noch. Na gut, 20 soll er immer vorhalten. Von daher alles richtig gemacht. Kitty spielt ein bisschen Hufeisen. Und der Kowski hat er endlich seinen Geist. Ja, der hat seinen Geist. Feini. So. Wir kriegen hier fleißig Steine dazu. So. Baut Granitplatte. Sehr gut. Das wird auch langsam ein bisschen Zeit. Und dann Sonnenfinsternis. Einer der Monde des Planeten verdickt die Sonne. Eine Sonnenfinsternis hat begonnen. Wow. Macht uns zum Glück gar nichts, weil wir auf Hindernisse gesetzt haben. Erstmal. Gut. So, wir wollten hier dicht machen. Und wir wollten hier dicht machen. Und oh mein Gott, wir brauchen noch eine ganze Menge Granit. Der Kowski schleppt alleine den ganzen Geist. Ah, ich verstehe schon, warum die Kitty so auf ihn steht. Und kannst du dir mal was anziehen, ey? Immerhin eine Hose hast du an. Aber nichts zum Überziehen? Nö. Tatsächlich nicht.
weil ich irgendwas schneide. Aufgaben. Mach mal einen Parker. Wird jetzt langsam Zeit. Ja, dann nehmen wir das mal an. Den guten Weasel als Aufgabe, sobald er hier mit seinem Hufeisenspiel fertig ist. Dann wird das schon. Rein mit Pen. Gorski auch. Und Kitty ist Nachtschwärmer. Die kann den ganzen Tag nur arbeiten. Unglaublich. Wie geht's dir? Erzähl mal. Stimmung ist so lala. Der Komfort hat ein bisschen gelitten. Gut, der geht jetzt in sein Bettchen. Wie gut ist das? Normal. Das ist okay. Ach, das von Ragnar ist sogar gut. Das von Kitty und Gorski ist normal. Das reicht uns. So, es ist Nacht. Wir springen vor. Aegis erholt sich. Aegis. Der Agitator. Aurora. Ein strahlendes Polarlicht erhellt den Himmel. Die Wogenfarben werden bei allen, die im Freien sind und sie sehen können, die Laune verbessern. Ja, dummerweise schlafen alle. Sonneneruption, das ist doof. Eine Sonneneruption hat begonnen. Die Vielzahl elektrischer Teilchen stört elektrische Geräte und macht diese unbrauchbar. Sie sollte in etwa einem Tag wieder enden. Das ist doof, denn dann funktioniert unsere Klimaanlage irgendwie auch nicht. Und da wird es schon fleißig warm. Und damit verrottet unser Kram wieder einmal. Kartoffeln halten sich zum Glück ganz gut. Der Reis auch und das Fleisch gerade noch so. Müssen wir bald diesmal verarbeiten. Ist immer auch duster, mein Junge. So, kann er jetzt bald mal wieder? Ich glaube, du bist gut, oder? Aufgabe hinzufügen. Forschung abgeschlossen, Mechanik. Sehr schön. Gleich weiter, Waffenspiegel. Wir brauchen Geschütztürme. So, Operationen. Ja, jetzt ist das letzte auch noch weg. Der Oberkörper, das ist noch von der letzten fehlgeschlagenen. Oh, mittlerweile wurde auch Dings schon freigelassen, sehe ich gerade. Operation. Und dann holen wir uns nochmal. Die linke Niere. Oh, langsame. Wir reiten also am Baum. Bisschen mal Ü. Wo ist eigentlich der Gorski schon wieder? Ach, der geht schon wieder jagen. Ein fleißiger. Wahnsinn. Aber tatsächlich irgendwie mehr als genug Lebensmittel mittlerweile. Oh nein. Sonnensturm ist vorbei. Nur ein Glück. Ja, wenn du jetzt einen anderen triffst, Keule, ne? Denn, Alter, mach doch mal. Das mit den Organen fickt die echt hart an. Du bist Experte im Schießen und triffst nix. Also das ist ein Geißbock. Ich meine, der ist jetzt nicht gerade klein. Na, geht doch. So, nimm den mit. Dann haben wir erstmal genug Fleisch. Ne, damit können wir ein paar Tage hin. Warum macht Kitty das? Ist die irre? Einen kleinen Fehler gemacht. Sag mal. Achso, war ja alle Arztzeit. Das nehmen wir mal raus. Kitty, das hast du verkackt. Jetzt hat er wieder einen Stich und einen Schnitt. Jetzt muss der Gorski wieder kommen und das richten. Was willst du jetzt bearbeitet, Steine? Guck mal, du machst dir jetzt mal. Du machst jetzt immer was zum Anziehen. Ich kann ja gar nicht sehen hier. Mit deinem fetten Umrumpfkörper, ey. Ich meine, der Rest wird das wahrscheinlich auch nicht so geil finden. Findest du das geil? Schaltiges Schlafzimmer, geräumige Umgebung. Hat er auf jeden Fall kein Problem mit. Hose reicht ihm wohl. Ich bin ja der Meinung, keine Hose, kein Problem. Die Randwälder sehen das anders. So. Den Schneider mal hier. Dein Brown Fur Parker. Ja, da steckt er jetzt ein bisschen Arbeit rein und dann hat er was zum Überziehen. Es wird jetzt eh lang und kalt. Von daher ist das gut. So, und ich bin gespannt, was der Gorski als nächstes macht.
ist ja eigentlich wieder. Ja, ist die Temperatur wieder in Ordnung. Die Chattenrunde. Ich verarzte es erstmal mit dem Ibis. Oh, der wäre auch in 11 Stunden tot sonst. Ups! Oh, nicht nur ein kleiner Stich. Meine Fresse. Ein Schnitt ist das richtig. Sonst war es immer nur ein Stich. Sonst war es ein Schnitt. Na gut. Der erholt sich. Wir haben ein Maul weniger zu schröpfen, das finde ich gerade echt gut. Das hat was Vorteilhaftes. Wir können mal einmal gucken. Ne? Hier sieht man die Mali, die alle durch den. Warum ist das hier schön minus 1 gemacht? Hä? Warum ist da minus 15? Ich meine, da liegt Platte. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber gut, die Mali hier verschwinden jetzt langsam. Tatsächlich, wenn man die Oberfläche glättet, hat das sogar einen positiven Wert. Das ist ganz cool. Ah, Linkowski. Macht hier endlich mal ein bisschen was Sinnvolles, was wir wirklich brauchen können. Baut die Bauteile ab. Müssen nur gucken, dass das Gefängnis nicht freigelegt wird. Das geht nicht so gut. Und dann glättet ihr hoffentlich mal ein paar Oberflächen hier. Ich meine, langsam ist die Zeit vorbei. Geendet werden muss hier erstmal nichts mehr. Sie ist hier verderben und so. Geht. Wiesel hat sein Parker gleich fertig. Ragnar futtert. Das ist gut. Zack. Was geht jetzt? Und er macht gleich wieder. Der hat das gegessen und macht gleich was Neues. Ist der nicht kollegial? Meine Fresse. So, was kannst du? Du kannst ein bisschen Fernkampf. Kannst du dir gleich einen Revolver holen? Haben wir noch einen Schützen? Kannst du das auch gut lernen? Ja, super. Das gefällt mir. So, jetzt kommt auch langsam die Zeit, wo Ragnar auch bald nur noch mit dem Kochen beschäftigt ist und für nichts anderes mehr Zeit haben wird. Sehr gut, wir ziehen ihn gleich an. Und rüste den mal auch bitte gleich aus. So. Und du bearbeitest bei der Steine. Na gut. Packen an die Platten. Das wird irgendwann echt rasend schnell gehen. Ne? Also wenn das Konstruktionslevel noch ein bisschen aufsteigt, geht das hier als Ratzefatze. Zack. Aber jetzt macht er erstmal was? Achso, der liegt vor der Steine. Kannst du nicht erstmal den einen Raum fertig machen, Alter? So, mein Fenster hat sich dann auch erledigt. Hier können wir einmal die Wände reinziehen. Und dann nehmen wir auch Blatt Granit. Mein guter Mini, mach mal. Zack, zack, zack. Das hier bringen wir auch nochmal ab. Weil die sonst, wenn die erst den und den bauen, da nicht mehr reinkommen. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Machen wir auch hier. Kannst du bauen? Kannst du zu ein bisschen. Kann ich nicht schlecht. Dann können wir das auch einfach bei dir jetzt für die Winterzeit in die Arbeit mit reinnehmen. Bauen. Kann er sogar drin. Und nur ein Haufen andere Sachen davor. Bergbau hat für der Eggis. Fein, fein. Es geht voran. Sind wir bald hier schicken Boden drin. Was bei der Platten. Was ist da jetzt gerade passiert? Keiner weiß es so recht. Ja, unsere kleine Gemeinschaft läuft. Wo ist denn eigentlich schon mal irgendwie die Sozialkontakte hier geknüpft? Oh. Die witzeln schon rum. Die sprechen über Billard. Vielleicht kann man denen die Billardtaschen gefallen. Ja, muss. So, jetzt gehen die wahrscheinlich auch gleich wieder alle. Guter Ragnar, kannst du das mal priorisieren, bevor du pennen gehst? Ich befürchte, dass die nicht so sind. Was war das jetzt für ein? Ah, ist jetzt gerade fertig. Das ist Schiefer. Richtig Schiefer. Alter. Dein Ernst?
bist jetzt erstmal die Platten hingelegt, anstatt die Wände zu ziehen. Affe, ey. Nee, du gehst jetzt noch nicht schlafen, Junge. Okay, du gehst doch schon. Alles klar. Geh schlafen. So, und diese Reserven sind mir tatsächlich gerade ein bisschen zu knapp. Die Batterie will sich so echt wieder füllen. Ich glaube, wir stoppen noch ein bisschen zum Laden. Dann auf die Frage ist, wo? Überall wird mir das Ding so ein bisschen im Weg sein. Hier kriege ich die hier noch ein bisschen Schatten. Und da war eigentlich auch die Medibien-Bucken. Nee, das war nicht der. Hier geht schon wieder nicht mehr. Ich will nicht, dass es im Weg ist. Die Dinge sind eigentlich überall im Weg. Zumal wir davon ein paar mehr brauchen werden nachher. Ich glaube, hier wird eh nicht groß von mir was kommen. Ich baue noch gleich zwei. Ist das so? Das passt schon. So, hier wird problematisch. Hier wird es im Winter übrigens immer kalt werden. Es ist zwar trocken, aber kalt. Schießscharten hier. Embrasure. Aber gut. Nicht das Problem. So. Unser Stromengpass. Ja, genau das habe ich befürchtet. Nachts geht unser Strom aus. Das heißt, man kloppt jetzt gleich keine Wände, sondern der baut definitiv den Solarteil. Stahl. Vor allem auf jeden Fall. So, nee, du gehst jetzt nicht kochen. Das kannst du vergessen. Das ab Stahl holen und bauen. Zack. Hier schlüpft der Stahl. Wir brauchen ein bisschen mehr Eisen. Ja, die Türkei kommt hinterher. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Musstest du jetzt da unbedingt den Stahl noch hinbringen oder was? Kannst du dich nicht erstmal auf eine Sache konzentrieren? Mann. Kitty. Meditiert. Ja. Gönn dir. Ist okay. Dann hat nichts zu tun. So. Stromkabel. Los, mach fertig. Brauche ich noch einen Ausgang? Dass wir schnell rein und rauskommen. Das Problem ist, dann versuchen jegliche Raider auch hier reinzukommen nachher. Das ist ein bisschen problematisch. Jetzt hast du gefallen am Baum gefunden. Jetzt kannst du nicht erstmal die scheiß Stromkabel fertig machen. Und wir brauchen Koski. Na gut, okay. Lebensmittel reinbringen. Ist wichtig. Weasel haut Steine. Ja, da geht's nämlich schon los. Mahlzeiten verdorben. Kacke. Das machst du jetzt erstmal. Und Ragnar, du hast keine Zeit, dich auszuruhen. Wir haben keinen Stahl da. Echt wenig Wind gerade. Das ist gerade dezent scheiße. So. Los. Abmarsch. Was machst du? Trägst Holz, okay. So, bau den Scheiß fertig. So weit wie möglich. Haben wir jetzt noch Stahl? 18. Das. Wir brauchen. Bist du bescheuert? Lass! Mach hier keine Kacke, ey! Muss ich jetzt alles einzeln sagen, oder was? Von innen. Von innen. Von außen. Was hast du jetzt für einen Auftrag? Trägt Reis. Nein, du machst das jetzt fertig. Zwei so eine Idioten. Wir haben eine Vorratskapsel. Jetzt komm hierher! Mann, ey!
Es verdirbt hier der Scheiß. Und du hast nichts Besseres zu tun, als hier rein und raus zu rennen. Das. Hol da den Stahl. Aufgabe gefangen. Na gut. Ist uns jetzt egal. Wir machen das jetzt fertig, verdammt. So, ich hoffe, das reicht. Sehr schön. Das. Was bringt uns das, wenn Ragnar hier Lebensmittel kocht? So. Und die uns gleich wieder verderben. Haben wir nichts bei gewonnen. So. Gut, die ist ausgesetzt. Einfache Mahlzeiten. Dann kann sie jetzt weitergehen. Bisschen Ruhe kehrt wieder ein. Und Wiesel macht fleißig Stein. Batterien laden auch gleich wieder ein bisschen auf. Jetzt haben wir natürlich wieder Vollwind. Jetzt, wo es egal ist. Mann, ey. Ist da alles nicht zu glauben. Nur Idioten, mit denen ich hier zu arbeiten habe. Wo willst du jetzt hin? Alpaka-Wolle. Achso, ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Gefangener. Ein Gefangener der Raider-Union konnte ein Funkgerät stehen und dich anfunken. Jay wird in einem nahen Lager von bewaffneten Wächtern festgehalten. Rette ihn und er wird deiner Kolonie beitreten. Er ist 21 Jahre alt und Tierarzt. Jay sagt, dass 2 Geschütze, 1 Mörser und 2 Gegner das Gebiet verteidigen. Am Arsch, da gehe ich nicht hin. Das Lager wird in 15 Tagen verschwinden. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, wirst du vielleicht nie wieder etwas von Jay hören. Das ist tragisch. Aber der Lauf der Dinge. Oh, was ist das denn? Syngarden. Oh, das wollen wir haben. Das wollen wir tatsächlich haben. Oh, schwarze Nase. Rhinoceros. Das will ich eigentlich auch haben. Normale Rhinos. Aber schwarze. Wie gut. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Es ist süß. Ultra süß. So. Ja. Und deswegen wollte ich den Sonnenkollektor so schnell wie möglich fertig haben. Und jetzt geht uns über die Nacht wieder der Strom aus. Verdammte Axt. Hat sich umgezogen. Oh, stimmt ja. Unser Eggis ist ja noch da. Lass weg die Niere. Die Widerspenstige. Kann man ja angehen. So, wenn wir das soweit haben, sind wir jetzt mal wieder gerade vor. Und können hier erstmal wieder ein bisschen für Stahl sorgen. Das eben hat mir gar nicht so gefallen. Wir brauchen da ein bisschen was auf Halde für Notfälle. Aber jetzt pennen erstmal. Mal sehen, ob der Strom reicht. Jetzt hat der Windgenerator fast Flaute, ey. Scheiße. Ja, reicht das über die Nacht? Ja, jetzt kommt wieder mehr rein. Gut. Ja, es stürmt halt, ne? Wo hast du denn eigentlich deine Klamotte her? Ein Parker aus Alpaka-Wolle. Wo kommt der denn her? Hm. Na gut. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Wenn das hier mal nicht knallte. Boah, noch ein Rhino. Michi! Oh, 100% Chance. Nee, dann lieber nicht. Achtung, Black Rhino haben eine 100%ige Chance anzugreifen, wenn der Jäger auf Gewehrreichweite entfernt ist. Die Chance ist höher, wenn der Jäger näher dran ist. Nee, das wollen wir nicht. Das lassen wir mal bleiben. Was wir gleich erstmal machen werden. Waffenschmiede. Ach, Goski hat schon wieder einen Fehler gemacht. Waffenschmiede ist fertig. Aegis, der leidet auch. Alter Vater. Die linke Niere ist auch echt widerspenstig bei ihm. Meine Fresse. Das ist ja unglaublich. Gut, sehr schön. Ah, ich habe schon wieder so viele Sachen am Laufen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt reden wir so noch, das heißt, diese schönen Lagkollektoren. Oh. Was ist los, Wiesel?
Unansehnliche Umgebung, in der Kälte geschlafen. Wieso schläfst du in der Kälte? Oh, 13 Grad. Das heißt für uns, wir müssen eigentlich schleunigst anfangen Heizung zu bauen. Und dafür brauchen wir dringend. Sehr schön, das Gebot ab. Es kann wieder laufen. Mehr Strom. Und wenn wir mehr Strom haben, brauchen wir nämlich langsam. Ich wollte gerade überall Blumentöpfe bauen, aber gut. Ein bisschen Heizung. Und da brauchen wir erstmal noch zu wenig Eisen, aber das kommt. Eigentlich muss ich auch eine Treibstation. Eigentlich viel zu klein ist, aber das macht gar nichts. So, flitzt. Ach, Wagner. Ja. Och, wie romantisch. Ein Herzensbrechen, ich sag euch. Ein Herzensbrechen. Wir haben tatsächlich nochmal Kartoffeln groß gekriegt. Ich bin bekloppt, ey. So, Weasel geht's nicht so gut. Ich glaube, wir sollten das mit den Organen jetzt mal lassen. Wir haben da keine Freude dran. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall gleich erstmal den Boden fertig. Kriegen langsam wieder ein bisschen Eisen rein. Gowski kloppt hier fleißig drauf rum. Plop, plop. Und rinnt damit. Ansonsten ist gerade wieder Nacht und ja, es wird ruhig. Warum geht ja nicht mehr durch die Krankenstation? Muss das sein? Oh, die werden alle frieren. Eggis ist rasend verwut. Er wird jeden angreifen, den er sieht. Dies geschieht aufgrund von schlechter Laune. Die Ursache, die das, was zu mir laufen brachte, war meine Organe entnommen. Wieso denn? Wo sind doch alle, oder nicht? Fehlt nur die rechte Lunge. Du wirst gleich wieder sedieren, der ist alles gut. Du kriegst ein bisschen Psych-Tee. Dann läuft das. Sag mal, die so klein nicht. Manchmal sind das echt Mimosen. Oh, jetzt klopft er auf die Wand ein. Oh, und ist frei. Oh, oh, oh. Dann muss ich schnell erstmal wieder in die Tür rein. Und Kitty. Oh, 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 oh. Und Kitty, nicht priorisierbar. Warum kann ich das nicht priorisieren? Weil Ragnar erstmal wieder eine Tür reinbauen muss. Du hast. Oh, nee. Geh mal hier Waffenmodus dahin. So, und dann baust du da erstmal eine Tür hin. Ein sehr schönes Dala. Kloppt hier fleißig die Tür nach. Oh. Kitty! Wo ist Kitty? Du hast ein Messer. Vorbeigekommen. Los, bau fertig. So. Jetzt müsste Kitty wieder. Wieso kann ich sie nicht gefangen? Machen wir den jetzt mal. Bist du überhaupt hin? Du bist hier am Arsch der Heide. Kowski pennt noch. Das ist alles ein bisschen schlecht. Ist halt echt schlecht gelaunt, der gute Mann. Ne? Was machst du jetzt hier? Cowhand. Oh, Ragnar hat ein bisschen Schiss. bla 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 bla. Wurde beleidigt. Das ist ja schade. Kälte geschlafen. Mist. So, was machen wir jetzt mit dem Eggis hier? Kann hier mal irgendeiner wieder einspielen? Das ist immer noch Gefängnis. Guck mal, wieder runter, Keule. Der kloppt hier alles zu Mus. Jetzt hab ich die Fresse voll. Ah, ist auf. Komm. Weasel. Guck mal da. So. Gosk. Auch da. Dann schießen wir jetzt zu Klumpenberg an. Dahin. Wer hier flieht, hat halt Pech gehabt.
das will ich gar nicht. Die soll jetzt die Tür kaputt holen. Das wahrscheinlich machen wir. Lasset halt bleiben. So, wir sind wesentlich schneller als er, deswegen gehen wir weg und schießen dann von hinten wieder auf ihn. Auf die Mauern kaputt zu schießen. Triff. Wiesen und Gowski hinterher. Oh komm, du bist halt tot, Alter. Rechte Schulter kaputt, Lunge entfernen. Lass es bleiben. Du stirbst. Genau, 11 Stunden. Oh, der ist halb tot, der Junge. Ja. So, nehme ich gefangen. Mann. Nur Ärger mit den Leuten hier. Kann wohl nicht angehen. Wir sollten vielleicht das Gefängnis mit einer Granittür versiegen. Wenn wir mal keinen gefunden haben, was ja irgendwie nicht allzu oft vorkommt. Keine Forschung. Öl. Lassen wir das erstmal so, damit die Kili ein bisschen was machen kann. Was hat denn die für Jobs? Nicht so viel. Also gar nicht viel tatsächlich. Aber die Kampagne ist arbeiten. Was bist du jetzt? Militär. Ja. Kann man mal essen. Sind noch irgendwelche Türen? Ja. Und die anderen. Der pinnt, glaube ich, noch eine Weile. Wir machen jetzt mal eine Tür rein. Deconstruct. Und in der Zeit. Die Gen haben Nachteile. Also klar, man kann relativ easy bauen. Ich könnte die auch überall reinsetzen. Aber tatsächlich gehen die langsamer auf, weil die schwerer sind. Jetzt. Scheuert? Na, ach, weil der Eier durchrennt. Das macht fertig den Scheiß. So, wir können das gleich mal vergleichen. Es gibt auch noch Automatiktüren, die sind ganz cool. So, der kann schon wieder laufen. So, das Ding hat 270 Lebenspunkte, das Ding 104. Die hält schon mal doppelt so lang. Das ist ja, fällt durchaus in die Kategorie, ist was wert, oder? So, Silber, Stahl sind wir immer noch bei. Das ist gut. Jetzt wird es hier aber langsam kritisch. Ja, genau. Was haben wir denn in Laune? Du hast echt Probleme mit dem Organ, wa? Und dann sehen wir hier. Ja. Okay. Wir müssen hier langsam alles ein bisschen pimpen, denn dieser Anfangsbuff. Ne, dieser anfängliche Enthusiasmus, der ist weg. Ne, können wir hier sehen. Jetzt haben sie nur noch niedrige Erwartungen. Und ja, das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und außerdem brauchen wir überall Heizung. Es ist jetzt nicht mal warm. Okay, Glück gehabt. Trotzdem müssen die Heizung jetzt demnächst fertig werden. Och nein, jetzt wird er sich infizieren. Vor Schmerz. Dem geht's halt schon scheiße. Was ist denn hier? Wie gut ist das Bett? Normal. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch einmal, dem die Organe zu entnehmen. Ne? Wir nehmen jetzt die rechte Niere. Die nehmen wir wieder offensichtlich nicht raus. Und dann lassen wir ihn frei. Der hat genug gelitten, der gute Mann. Jetzt eine Wundinfektion hier behandelt. So. Dann nimmst du jetzt erstmal die Niere raus und wenn das nicht klappt, dann hat er tatsächlich, also er hat tapfer durchgehalten, das muss man ihm ja wirklich lassen. Ja, und der müsste uns aber nicht weiter die Haare vom Kopf fressen. Katastrophal versagt. Oh. Also mit Nieren habt ihr es nicht so, ne? Alter! Was für ein Massaker! Alter Vater!
Ja, und so halbtot wie er ist. Könnt ihr ihn freilassen. Vielleicht schafft er es nach Hause, vielleicht nicht. Mal schauen, wer sich der ganzen Sache annimmt. Ja, und unser Hauptraum hier ist fertig. Der ist ficke dreckig, aber fertig. Hier die Liebe schon mal, das ist gut. Genau deswegen habe ich die jetzt mal machen lassen. Weil ich einfach wollte, dass das alles ein bisschen vorangeht hier. Ich habe wirklich keinen Bock, dass sie im Winter hier frieren wie die Blöden. In den Speiseraum machen wir tatsächlich auch noch eine rein. Gleich in die Lampe. Quasi unter das Fenster. Sehr schön, Reis ist nochmal fertig geworden. Zweimal wieder. Eggis ist in einer Wundverletzung krank. Bla 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 bla. Ist an seinem linken Bein. Stell dir sicher, dass du die krank bitte deinen Arzt hast. Ja, haben wir ja. Dem geht's ja ganz gut. Er ist aber, glaube ich, noch eine ganze Weile betäubt. Und danach ist er frei. Ein freier Mann. Und noch eine. Wo denn jetzt noch? Im Oberkörper. Alter Goski, was hast du mit dem gemacht? Meine Fresse. Diesmal im Oberkörper. Jo, ist halt so, ne? Behandlung notwendig. Und die schreitet auch schnell voran. Massive Schmerzen. Ach komm, ich will den eigentlich nicht noch weiter behandeln. Nun reicht's auch langsam. Ich meine, ich entziehe mich damit ein bisschen meiner Verantwortung, aber hey, es geht hier ums Überleben. Also, wir müssen ja auch mal Prioritäten setzen. Ne, wir haben Organe für Notfall. Es gibt Sachen, die sind einfach wichtig. Und danach. Ja, das ist selbst der Nächste. Sag dein Kumpel Bescheid, bring die vorbei. Die nehmen wir auch gefangen und klauen denen auch die Organe. So einfach ist das. Also, benimm dich halt. Mach, wo du hier bist. Verarztet ihr noch eine? Nö. Dekowski, der geht lieber ernten. Jetzt. Sehr schön. Moment, ein bisschen langsamer. Ragnar macht fleißig Essen. Kann auch gleich wieder genug zusammen. Da haben wir Steine gemacht. Da haben wir jetzt auch bald genug. Kitty liefert. Bitte, klasse. So, und wo ich gerade bei war, ist jetzt immer noch, hier. So pimmelig die sind. Aber sie bringen was. Die haben einfach alle gerne schicke Blümchen. Kann ich verstehen. So. Auch noch ein Holz. Ist total gut. Oder der Strom sogar ran. Dasselbe. Da auch noch. Kann ich, glaube ich, die Temperatur. Ja, brauchen wir nicht umstellen, ne? Die frisst uns natürlich den Strom ordentlich weg. Oha. Nur wer das über. Oh, was denn? Ach du Scheiße. Wie ist denn das an mir vorbeigegangen? Wow. Regen. Ich brauch Regen. Ja, ist keine Homezone. Also ich kann hier auch so eine Heimatzone verlegen. Muss das, glaube ich, auch gerade erstmal einmal machen. Heimatgebiet. So, dann, ja, sagt er auch gleich, Feuer ist ausgebrochen. Das heißt, jetzt ziehen jetzt mal alle los und löschen Feuer. Das ist ja gar nicht mal gut. Hilfe, noch eins ist das viel. Ja, die müssen auch gucken, dass sie das nicht zu lange machen, weil sonst können die einen Hitzschlag erliegen. Ja, vor allem in geschlossenen Räumen ist das echt gefährlich. Da ist schon wieder keine Homezone. Alter. So, jetzt ist da Homezone. Ragnar, Feuer löschen, los. Und hier fängt das nämlich an zu fackeln. Oh, das
lodert hier die halbe Karte weg. Das ist echt scheiße. Mehr Homezone. Homezone, Homezone, alles Homezone, los. Obwohl, hier kann gleich nicht mehr viel passieren. Hier wird das nicht rumkommen. Hoffe ich. Oh, Alpakas! Männlich, weiblich, weiblich, männlich. Und Alpakas züchten. Wir versuchen es. Ich glaube, das finde ich witzig. Ich will Alpakas haben. Sind stubenrein, oder können stubenrein werden übrigens. Ne? Witzige kleine Info. Die kann man tatsächlich so weit dressieren, dass die nicht in die Bude kann. Das ist total gut. So. Heimatgebiet verkleinern. Ist wieder weg. Muss halt gucken, dass ich die irgendwie hier gehalten kriege. Dieses blöde Rhino, ey. Und da fehlt's auch schon an Strom. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Blöde Heizung. Turbine. Bauen wir noch eine? Ja, für die Nacht. Finde ich einfach gerade sicherer. Ausschalten. Mach mal hier. Strom aus. Das muss mal einer von euch übernehmen. Könnt ihr ja nachts wieder anmachen. So. Und Strom aus. Zack, zack, zack. Erledigt. Gut. Das war's dann auch mit Strom. Dum, dum. Gebiet freigelegt. Was? Oh, eine kleine Höhle. Recht gefährlich. Das könnte alles ein bisschen einstürzen. Und wir müssen aufpassen. Den schlägt das man hier uns nämlich. Hier noch ein bisschen was. Das könnte alles irgendwie halten. Ich hoffe das einfach mal, ansonsten liegt Wiesel da halb tot am Boden. Ja, nun ist ja gut. Können wir mal aufhören, den zu behandeln? Schwere Wundinfektion. Der verreckt hier eh gleich. Nö, der wird eh gut. Hier wahrscheinlich auch. Wundinfektion. Schwer. 62%. Immunität 83%. Gut. Das überlebt er. Irgendwie zumindest. So, wo ist Ragnar als Schlafen? Scheiße. Jetzt pennen die auch alle in der Kälte, weil wir nicht genug Strom haben. 14 Grad ist echt arschkalt. 20, 19, 18, 19. Ja, und dann seht ihr, kühlt alles aus. Ratzfatz. Jetzt kommt uns in den Kühlschrank gerade gelegen, wo wir sie kühlen können. Verrücktes Tier, jetzt kommt ja auch ein verrücktes Tier. Warum immer zum Ende der Folge, ey? Da drehen die nochmal alle frei. So, wie spät haben wir das? Es ist... Steht mir egal. Größte Kiwi. Haben jetzt angeflitzt. Wenn er hier ist, muss ich die Leute wecken. Ragnar ist schon mal wach. Ich will hier halt gehen, solange wir wirklich schlafen dann. So. Ab an die Revolver. Kitty darf aufschlafen. Dahin. Und mittlerweile auch noch Weasel. Und dann wird das Vieh abgeknallt. Das. Können halt auch kratzen. Scheiß Vieh hier. So, erster Treffer. Ein Kopfschuss überlebt. Alter. Komm mal klar. Du scheiß Kiwi. So, erledigt. Mitnehmen. Mann, ey, ich schon fast da bist. Muss doch nicht sein, dass der hier vor mir rumstirbt. So. Gut. Der hat auf jeden Fall den Scheiß jetzt mal ausgemacht. Dieses Feuer, das hier gewütet hat. Alter, ey. Komplett weg. Leck mich fett. So, dann brauchen wir dringend Strom.
brauchen wir gerade auch dringender Ragnar als alles andere. Mach mal fertig. Wir brauchen, glaube ich, gleich noch eins. Also kein Windrad, sondern... So. Befehle. Geht es mit Ernten? Nein. Ganz nett hier. Zap, zap. Schnell beiseite, können wir sie auch gleich machen. So. Und dann bauen wir noch eine Solaranlage. Sache, da brauchen wir halt echt viele, viele von. Wagner, ich muss schon wieder abkommen. Wie ein Weltmeister. Aber wir müssen hier gerade Prioritäten setzen, Mignon. Oh, so angenehm warm hier drin. Wie kommt das denn? So. Ich denke, wenn wir das fertig haben, können wir auch anfangen zu heizen. Ja, endlich. Der kann wieder laufen. Lass ihn frei. Wird Zeit. Der nervt uns nur. So. Sehr schön. So. Kann der Scheiß auch wieder Strom kriegen. So, so, so. Strom überall an. Was ist das schon wieder? Wieso haben wir denn jetzt schon wieder 27 Grad? Ey, das ist doch scheiße. Oh. Ups. Meine Beziehung hat sich übrigens gerade verbessert, weil der Eggis wieder abgehauen ist und gesund war. Irgendwer hat ihn wohl freigelassen. Seine Tortur ist beendet. Das macht mich hier gerade alles fertig. So. Erlaub halt Aussaat. Das Zeug kann eh überwinden. So, nachts wird es trotzdem schweißekalt. Also mach die Scheiße. Menschenjagende Emini, was auch immer das sind, sind im Gebiet angekommen. Sie ziehen in den Regionen umher, stets auf der Suche nach menschlichem Fleisch. Sie werden keine Türen angreifen, außer sie sehen jemanden dahinter verschwinden. Versteck dich vor ihnen und du bist sicher. Auch deaktivierte Geschütztürme werden von ihnen nicht angegriffen, weswegen es ratsam ist, sie auszuschalten. Die Emini werden die Gegend in ein oder zwei Tagen wieder verlassen. Du kannst dich vor ihnen verstecken und in Sicherheit ausharren oder gegen sie kämpfen. Das ist eine Art Frettchen. Wie viele sind denn das? Zwei. Ne? Menschenjäger. Gut. Darauf lassen wir es ankommen. Die sollen mal herkommen. Mit dem werden wir uns anlegen. Dafür brauchen wir aber diesmal auch Kitty. Irgendwer muss das im Nahkampf erledigen. Kitty stehen wir hier. Ragnar ist scheiße drauf. Wir wollen ihn aber nur so weit wie möglich weg haben. Deckung brauchen wir bei denen nicht. So, sind die auch schon in Reichweite, wo auch immer sie sind. Da geht der Schuss hin. Die sind so klein, ey. Alter. Unglaublich. Da ist der andere. Einer ist tot. Laufen auf Kitty zu. Kitty rennt einmal hier rüber. Versucht ihn abzulenken. Kommt. Trefft ihn. Sehr schön. So, ein bisschen Tollwut macht uns gar nichts. Wir essen die trotzdem. Gut, Leute. Habt ihr fein gemacht. Kann weitergehen. So, Strom ist jetzt endlich mal genug da. Die Heizung laufen. Das geht trotzdem. Achso, hier hinten ist kein Strom. Da haben wir keinen Strom verlegt. Weil hier die Wände noch nicht geglättet sind. Scheiße. Das ist so eine schöne Sache fürs nächste Mal, würde ich sagen. Die Zimmer, die ist brennend. Ah, nee, Ragnars Zimmer ist kalt. Ist nicht so gut, der ist auch echt scheiße drauf. Das ist schlecht.
Aber Stunde ist schon wieder rum. Meine Güte. Das ging ratzfatz. Dieses Spiel ist einfach der ultimative Zeitfresser. Ich habe da so einen Spaß da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es auf jeden Fall witzig. Wir sind alle unsere Gefangenen jetzt los. Wahnsinn. Nachdem sie in der letzten Folge irgendwie 3 Stück geworden sind auf einmal. Und einer jetzt bei uns im Team ist und die anderen beiden leider gehen. Muss. Hm? Ja, muss. Sind wir jetzt zu viert. Und viel Strom. Das heißt, ich habe die ganze Zeit keine Energie mehr gekriegt. Scheiße. Dummkopf. Vollidiot. Müller. Alter. Kacke. Egal. Machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht weiß ich auch gleich noch, wenn ich Ausgang gemacht habe. Nee, machen wir beim nächsten Mal, damit ich es wieder vergesse und wir noch was zu lachen haben. Das wird super. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und bis dann, euer Ragnar Bertelsson. Reingehauen.